Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom New Lands. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier so ein bisschen Verteidigungsanlagen aufbauen. Denn Verteidigungsanlagen wären echt gar nicht schlecht. So. Und dafür würde ich sagen, schaffen wir uns auch nochmal direkt drei davon an. Problem wird sein, dass ich noch zwei Bögen hier habe und die nächsten zwei, die eintrudeln werden, von rechts kommen werden. So. Und da wir gerade aber nur einen Bogenschützen haben, ist das gar nicht so schlecht. Genau, die beiden kommen jetzt. Perfekt. Ich muss mal nebenbei ein bisschen aufs Handy gucken. Nicht zu sehr, hoffentlich. Perfekt, das heißt, wir haben jetzt einen rechts, einen links. Kannst du dich bitte nach links orientieren? Ah, nee, ihr orientiert euch zu dritt nach rechts. Mhm. Ihr nehmt bitte einfach das. Hallo? Es wäre total schön, wenn ihr euch aufteilen würdet, ne? Das wäre richtig knorke, wäre das. Ich muss auf jeden Fall gleich links einen Turm bauen. Weil von dem Turm. Oh, guck mal, vier Leute schon. Nice. Eins, zwei, drei, vier. Ast rein. Das heißt auf jeden Fall, dass wir ein bisschen bauen können. So, die gehen jetzt hier jagen. Super. Der hat es hoffentlich links wieder aufgebaut. Wenn die hier wieder stehen bleiben. Guck mal, jetzt haben wir... Okay, fünf Bilder sind eigentlich einer zu viel. Nicht ganz ehrlich. Dann mache ich lieber noch einen Bogenschützen. Danke. Genau, gib mal Geld. Danke. Nein? Na doch, nein. Aber ich hätte gern vier Bilder eigentlich erstmal. Gib. Nicht behalten. Es gibt so ein Achievement hier, das Lager erst nach Tag 3 oder so aufzuschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also klar, man kann sich wahrscheinlich einfach am Anfang über Wasser halten, indem man den Gegnern Geld droppt, aber das ist ja keine valide Technik. So, und dann baust du hier mal bitte einen Turm. Oh, guck mal, hier kommen auch zwei. Ehre. Das heißt, ich kann noch zwei Bögen mehr produzieren. Auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben jetzt doch schon fünf. Dann bau den bitte gleich aus, dass es wenigstens ein hoher ist. Und dann geht ihr hier mal rüber. Baut das hier aus. Ah, ich habe gerade nur... Ich habe gerade nur 2 Mark. Gib mal. Danke. 4 Mark. Dann baust du das mal bitte hier aus. Weil wenn hier 4 Leute stehen, dann ist mir das auch einfach egal. So, jetzt haben wir hier immerhin einen Archer. Was natürlich total dumm ist, weil es ja viel klüger, wenn... Wir sollten hier auf jeden Fall ein bisschen ausbauen, ne? Wald weg machen und so. Komm mal her, machen Wald weg. Kleiner Junge. Dass sie das links geschafft haben, wundert mich, ey. Weil die waren echt weit weg. Also ich habe halt nicht mit denen gerechnet, wie man gemerkt hat. Farm Gap. Danke. Dann machst du den auch noch weg. Und dann verpisst du dich bitte. Weil dann wird es ja auch gefährlich. Bis der Wald zurückgegangen ist, müssen wir uns eh einen Augenblick gedulden. Perfekt. So, jetzt gibt es schon wieder zwei. Ehre. Gibt ihm immer zwei? Das ist schon ziemlich cool. Ach, jetzt können sie sich auf einmal aufteilen, die Penner. So, komm, ihr baut mal das hier. Warum steht ihr vor der verschissenen Mauer? Sieh zu, dass du deinen Arsch hier reinbewegst, ihr Penner. So. Perfekt. Gut, jetzt wird wahrscheinlich hier angegriffen, die Nacht.
Na gut, doch, wird es. Okay. Es hätte natürlich ein besserer Start sein können, wenn wir unser Geld gehabt hätten. Also merke nicht zurückgehen. Never regret. Ich finde es auch schade, dass die während dem Angriff nicht reparieren können. Okay, die wurden aber auch angegriffen. Mädels, ihr könnt schon wieder raus, ne? Also. Es ist nicht so, als ob hier noch was passieren würde. Aber wir haben jetzt kein Geld. Und wir kriegen hier auch irgendwie kein Geld mehr von der Truhe. Aber wir haben keine Truhe. Oder kriegt man die Truhe beim nächsten Upgrade? Weiß ich nicht mehr. Okay, aber irgendwie reparieren die gar nicht, ne? Reparieren die erst am Tag, oder was? Die reparieren erst am Tag. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Danke. Könnt ihr noch einen kalt machen? Ich bräuchte echt noch einen Mark. Danke. Jetzt überlege ich kurz, hier zwei Bäume zu fällen. Dann habe ich vier. Nee, nicht wegwerfen. Dann habe ich vier und kann hier zumindest die beiden rekrutieren und vielleicht noch drüben zwei. Sehr schön. Ihr geht hier mal rüber. Habt ihr noch Geld? Nein? Du? Ja, Ehre. Du? Ja, Ehre. Sehr schön. Ja, die letzte Insel war super einfach, weil ich ultra viel Geld hatte durch den Scheiß davor, ne? Okay, du gibst mir kein Geld? Nein. Ach doch, das sind zwei Coins jedes Mal gewesen, okay. So, dann kriegst du ein Coin und du kriegst ein Coin. Dann bilde ich euch noch zu Bogenschützen aus, weil aktuell brauche ich wirklich gar keine Bilder mehr. Also Bilder habe ich jetzt erstmal mehr als genug. Würde ich behaupten. Und zwei Bögen hängen da noch. Kann ich gerade was Sinnvolles mit meinem Geld machen? Ich könnte upgraden, ne? Kann ich nicht. Ich könnte das Lager upgraden. Das könnte ich wirklich tun. Habe ich trotzdem noch 2 Mark. Okay, 3 Mark. Meins? Zack, zack, Jungs. Ist auch ein bisschen komisch, dass das die einzige valide Taktik ist, um Mitglieder zu bekommen. Einfach zu irgendwelchen Leuten in Zeltlagern gehen und ihnen eine Groschen hinzuwerfen. So, warum haben wir kein Kinderprogramm oder sowas, ne? Komm, Jungs. Zack, zack. Ich weiß übrigens nicht, ob der oder der Turm hier... Ah, das war mit umsonst Mauern und so gemeint. Okay. Ich glaube, den hier gibt es umsonst. Nicht den. Bin ich mir aber nicht sicher. Hervorragend. So, dann stecken wir noch einen da rein. Jetzt rennt ihr noch los. Ja, viel gejagt, Alter. Das tut mich aber gefallen. Mein Problem ist halt hier, dass das Lager zu weit weg ist, ne? Habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass das Lager hier ultra weit weg ist. Ich könnte hier auf jeden Fall noch die paar Bäume fällen. Na komm, friss mal. Mit dem Boot will ich gar nichts zu tun haben. Bin ich ehrlich. Das geht mir so auf Eier. Das ist aber nett. Sehr schön. Das machen wir aber erst morgen, würde ich sagen. Doch, hier stehen wir genug. Also, ich wollte gerade sagen, falls da jetzt abgeht, da können die auch so agieren. Mal weg. Wie wäre es, wenn ihr trefft? Hier war nichts. Gut. Dann bauen wir auf hier den Puff. Ja, ich glaube, die hier wären free gewesen. Scheiße. Fürs nächste Mal merken, die innersten Türme sind free. Hab ich bis dahin eh wieder vergessen, ne? Ah, oh, hundertprozentig. Wir müssen eigentlich so schnell wie möglich wieder einen Geldgeber haben. Dann haben wir eh wieder keine Geldprobleme. Ich glaube, ihn ignorieren wir dieses Mal einfach echt lange. Wir holen uns mal erstmal unsere beiden
Reihen hier? Die sind ja for real fast umsonst. Hier ist gerade nur einer. Hebst du den auf? Wir versuchen das mal. Wir haben nur einen geholt jetzt gerade. Wenn er den versehentlich aufhebt, dann haben wir noch einen. Also was heißt versehentlich? Wenn er den aufhebt, wenn er spawnt, wäre das natürlich ultra Ehre. Und dann hätten wir schon mal zwei. So, ihr macht hier ja schon wieder richtige Arbeit. Okay, habt aber noch nichts gekriegt. Schade. Habt ihr schon was? Ja, Ehre. Oh, Junge, schon richtig Asche gemacht hier. Yep, danke. Ich will jetzt eigentlich nicht nach links laufen. Aber ich bin ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen in einem Dilemma, wo ich sagen muss, so weit bewegen lohnt sich nicht. Schieß. Weg, los. Ja. Weit bewegen lohnt sich nicht. Aber ich müsste mich mal ein bisschen bewegen, um Leute zu kriegen. Dementsprechend habe ich ein Problem gerade. Okay, ich könnte das Lager noch eine Stufe aufwerten. Einen Bogenschützen haben wir noch. Genau, danke. Kann ich mal kurz gucken, ob der inzwischen auch nachgespawnt ist. Ich muss sagen, die... Ja, guck mal, tatsächlich, der ist gespawnt. Und hat das Geld aufgesammelt. Ah, nee, das lohnt sich nicht, weil jetzt Nacht wird. Das lohnt sich tatsächlich nur morgens zu machen, okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich gleich nach dem Angriff rüber, hole mir die beiden und gehe nach links und gucke, ob ich mir da auch noch welche hole. War aktuell also wirklich, ne, die anderen Viecher machen überhaupt keinen Sinn. Okay, ich kriege jetzt aber kein Geld mehr vor Nacht. Okay, doch, da waren nochmal zwei. Wie wär's, wenn du reingehst? Oder haben wir eine helle Nacht? Ich glaube, wir haben eine helle Nacht, ne? Also ich glaube, eine gegnerfreie Nacht. Ich glaube, ja. Geh mal rechts rüber. Ah, wobei, jetzt gehen sie doch rein. Was war das? Das hat sich ungesund angehört. Ich mag das nicht. Da lag ein Hand. Ein Geldstückchen. Okay, wir haben sogar Blutmond. Scheiße. Ich laufe mal kurz 5 Schritte weg. Oh, danke. Wieso habt ihr noch Geld? Also da kommen sie schon, ne? Wir müssen... Ah, Junge, sind das viele, ey. Hier ist gar nichts. Nö, da ist gar nichts. Okay. Mach doch. Danke. Ich laufe mal kurz links rüber und hole mir die beiden. Oder inzwischen könnten da sogar 4 stehen, glaube ich. Scheiße. Das ist nicht so gut, weil ich glaube, das nächste Gras kam erst relativ weit links. So, noch hinter dem Portal. Ja, das ist wirklich 10 von 10 dumm, der Weg, ey. Scheiße. Ja, komm, friss los. Danke. Freu mich. Ich glaube nicht, dass sie ankommen werden. Das werden jetzt die 4 Mark gewastet sein, weil die sind echt weit weg. Und es sind nur 2, was sich dadurch noch weniger lohnt. Eh! Gib ihm das. Eine gute Chance für die wäre halt, wenn die Nacht vorher reinbricht. Und die es gar nicht schaffen bis zum Portal in der Nacht. Ich glaube, so haben die anderen das geschafft. Ich kann mir zumindest nicht anders erklären, dass sie es geschafft haben.
Ich glaube, ich werde komplett die Portale hier links ignorieren. Also vielleicht das erste wegmachen, damit ich schneller an die Leute rankomme. Aber auch das glaube ich erst nach dem ersten rechten Portal, weil also die rechten Portale sind viel wichtiger. Ne, da muss ich am Ende eh lang. Speedruns von dem Spiel könnte ich mir witzig vorstellen, muss ich zugeben. Weil die könnten echt schnell sein. Ja, Hirsche Handen habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich würde sagen, das mache ich auch mal auf einem Stream oder so. Das gleiche Achievement gibt es im ersten Teil, glaube ich, auch. Oder so ein ähnliches zumindest. Ja, komm, gib mal Geld. Danke. Danke. Bau den Puff mal hier aus. So. Achso, gib mal Geld. Gib. Danke. Das Positive ist halt, dass die beiden hier direkt rechts sind, ne? So, das heißt, die kann ich gleich holen. Zack. Zack. Ich darf hier noch nicht alle Bäume abbauen. Ist das Problem. Ich muss mal gucken, ob ich dahinter die Bäume abbauen kann, wenigstens. Aua. Schauen wir mal, was das für eine Nacht wird. Hoffentlich keine allzu anstrengende. Ja, was kann ich mit dir machen? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich mit dir gar nichts machen kann, ne? Das Problem ist, dafür werde ich das erste Dorf klären müssen, damit ich mit ihm, wenn überhaupt, irgendwas machen kann. Weil ansonsten komme ich an den überhaupt nicht ran. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das sowas ist, was passiert, wenn ich den Wald da gerodet habe, dass ich den dann befreie oder so. Auch wenn ich zugegebenermaßen nicht weiß, was ich mit dem Hund soll. Also, beziehungsweise wird ja eher ein Wolf sein wahrscheinlich. Okay, ich kann gerade nichts mehr ausbauen. Das heißt, ich muss links den Scheiß dafür holen. Das ist natürlich auch problematisch. Kommt es auch noch heute oder nicht mehr? Kommen denn da irgendwo Gegner? Nö. Okay. Ich würde sagen, dann laufe ich nochmal kurz links rüber. Und hole mir den Ausbautotem. Oder was auch immer das ist. So, ich könnte vorher nochmal ein bisschen Geld investieren, ne? Ich kann hier jetzt nicht mehr ausbauen. Ah, guck mal, aber ich kann jetzt schon Katapulte bauen. Dafür brauche ich zwei neue Bilder. Das heißt aber, die Linken könnten es schaffen. Also durchkommen. Na, weil die sind ja jetzt quasi... Die hatten ja quasi keine Gegner. Genau, da kommen sie. Die hätten jetzt quasi keine Gegner. Das ist ziemlich gut. Aber dafür ist jetzt das Portal an. Das heißt, die werden sie jetzt killen. Und auch die Handwerker, die ich da hingeschickt habe, natürlich. Ach komm, Jungs, geht bitte ein bisschen schneller. Ich guide euch ein bisschen. Also wenn jetzt hier ein Einzelner kommt, dann gebe ich denen eine Mark. Gut, das heißt, ich werde heute auf jeden Fall nicht mehr... das Bauteil holen. Schade. Hätte mich nämlich gefreut. Dass die sich ja überhaupt nicht wehren können, ist ein bisschen dumm. Also wenn ich mich da so an die Bauern aus Battle Realms erinnere, die konnten wenigstens noch richtig zuschlagen. Die waren Ehre. Hell's Down, die waren richtig cool. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, habe ich das schon lange gestreamt. Denn ich plane eigentlich, das morgen zu streamen, also Mittwoch. Ich sehe gerade, das ist 19:17 Uhr. Dementsprechend, oh Gott, ah, guck mal, hier, du bist, pass mal auf, ja. Das müssten 10 sein, wenn ich mich nicht erzählt habe. Zahl die mal ein, Bruder. So, dann gebe ich dir nochmal 10. War das jetzt 10? Nein? Das waren keine 10, das waren 20. Das müssten wieder 10 gewesen sein. Ja, jetzt habe ich mir schon mal 30 in die Hand gedrückt. So. Und damit würde ich sagen, verabschiede mich für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.